So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Pharao. Auf geht's. Was wollte ich jetzt tun? Ich hab's völlig vergessen. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir sind die Besten, wir sind die Größten und wir werden jetzt noch weitere Türme bauen, die dafür sorgen, dass hier alles hübsch wird. Ich wollte hier auch eine Verschönerung mal hinsetzen. Eine große Statue stelle ich jetzt hier hin. Die haben sich unsere Leute verdient. Flammenlodern? Oh, hier drüben im Arbeiterlager. Das ist nicht gut. Gleich brennt der Tempel der Bastet ab. Dann baue ich die Sperre mal lieber hier hin. Und hole mir noch eine Feuerwache und ein Architektenbüro. Ein Feuer muss noch gelöscht werden. Okay, das stellt wohl keine Gefahr dar. Sonst würden sie es löschen. Muss ich mir merken, ein Arbeiterlager gleich noch fertig machen. Ansonsten geht es unseren Leuten soweit gut. Viele haben was zu essen, viele noch nicht, weil hier noch ein Bazar fehlt. Aber hier gibt es genug Essen, es wird auch genug verteilt, die Leute haben alles, was sie brauchen. Und die Marktfrau geht durch die Gegend und kann nichts verteilen. Auch schön. Alle holen sich die Kinder. Seid ihr schon weg hier unten? Ja, seid ihr. Geil, die Leute sind mit ihnen sehr zufrieden. Das bin ich auch mit meiner eigenen Leistung. Da bin ich sehr stolz drauf. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Türme. Das reißen wir nochmal ab. Verteidigungsanlage, Mauer. So. Ja, ist ja gut. Hört auf, darauf rumzuhämmern, auf den ollen Trommeln. Kilometervorhersage, die ist mir relativ egal. Weitere Türme. 5000 Menschen leben jetzt hier. Das ist mir nicht so egal, das finde ich toll. Ihr braucht Verschönerungen durch Gärten. Verschönerungen durch Plätze. Und noch einen Turm zur Verteidigung. Gut, also wir sind jetzt rundum verteidigt. Alles ist gut. Der Drillplatz holt die restlichen Leute ran, dass wir jetzt auch hier überall Verteidigungsanlagen haben. Das sind 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Türme auf dieser kleinen Insel. Aber es muss ja nun mal sein. Wir haben gar keine andere Wahl. Und kümmern uns jetzt um mehr Kultur. So, ein Pavillon. Passt da nicht hin. Wo passt er denn hin? Gute Frage. Eigentlich haben wir überhaupt keinen Platz mehr für sowas. Gut, da passt er hin. Dann brauchen wir Tänzerinnen, das heißt Tanzschulen. Wir haben das alles so zugeknallt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt Leute unterstellen soll. Meine Fresse. Bauen wir da jetzt die Tänzerinnen hin. Immerhin ist der Pavillon nicht so weit weg, das geht noch. Wir brauchen noch ein weiteres Konservatorium.
Und eine Jongleurschule. Dann brauchen wir Zahnärzte, haben wir. Wertungen 35%. Okay. Wohlstand steigt nachher, wenn wir automatisch die Töpferwaren freigeben. Bin schon froh, dass unsere Arbeitslosigkeit nicht ganz so niedrig ist, dass wir zumindest die Unterhaltung noch irgendwie sichern können. Ach, wir brauchen mehr Kultur. Das heißt, Konservatorium steht ja jetzt hier. Warum gibt es keine Konzerte? Ich glaube, wir haben nur zwei Konservatorien, ne? Ja, die müssen im Prinzip alle Musikpavillons beglücken. Wovon wir definitiv mehr haben als von Jongleuren, aber ist egal. Weitere Verschönerungen durch Gärten. Verschönerungen durch Plätze. Da ist ein Musikpavillon. Bauen Sie ein Silo für die kommende Ernte. Naja, demnächst, demnächst. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ich muss wissen, wo ich eine Party machen kann. Da wird das nichts. Noch ein weiter. Ein neuer Pavillon. Feuerwache. Architektenbüro. Habe ich da unten eigentlich einen Polizeiposten? Nicht, dass ich wüsste. Polizeiposten. Da ist eine Polizei. Hier sind auch keine Polizisten. Feuerwache, Architektenbüro. Man kann nie genug haben. Definitiv nicht. Auch ihr wollt natürlich ein Konservatorium haben. Eine Jonglierschule. Und bekommt einen Musikpavillon. Und hier kommt noch eine Bühne hin. Aufseher der Unterhaltung. Also was Bühnen angeht, sind wir gut dran. Durchschnitt, was Tanzbühnen angeht. Da brauchen wir tatsächlich noch zwei oder drei. Mache ich jetzt hier noch eine mit hin. Genauso wie eine Tanzschule. Dann brauchen wir hier oben noch eine Tanzschule. Ich weiß, die ist hässlich. Deswegen bekommt ihr auch Gärten ohne Ende. Verschönerungen durch Plätze. Zieht gleich mal einen Schwung ein, auch schön. Immer mehr Leute joinen unserer Stadt. Wir haben noch 3% Arbeitslosenquote, die es zu bekämpfen gilt. Das können wir natürlich am besten, wenn wir uns auch gleich um die Kultur kümmern. Was brauchen wir sonst noch, um die Kultur hochzubringen? Zahnärzte. Spezialkarte Gesundheit Zahnarztpraxis. Ich brauche hier noch eine. Da gibt es bereits eine, aber da machen wir noch eine hin. Hier brauchen wir noch eine. Und ihr habt auch einen Zahnarzt. Das geht eigentlich. Ihr habt Zahnärzte. Ihr braucht keine.
Hier eigentlich auch nicht, aber hier baue ich mal noch einen hin. So, Zahnärzte werden immer mehr, Leinen kann ich weggeben, alles kein Problem. Damit steigen wir wieder auf. Wer wollte Leinen haben? Savo. Oh, die schenken uns gleich wieder ein bisschen Kupfer. Obwohl ich Kupfer mittlerweile genug habe. So, Aufseher der Arbeitskraft. Noch 3% Arbeitslose. Einbalsamierungshäuser werden jetzt gewünscht. Stelle ich jetzt hier mit hin. Das ist nicht so besonders. Das ist auch gleich in der Nähe der Leinenwirtschaft, oder? Ja. Gut, Leinen werden weggebracht. Da baue ich jetzt noch eins. Dann brauche ich hier unten auch noch ein weiteres. Wo ist das andere da? Ja, wo stellen wir das jetzt hin? Aus lauter Verzweiflung. Dahin. Architektenbüro, neue Sperre hin. Seid ihr gefangen? Hahaha. Juhu. Habe ich hier unten schon einen Steuereintreiber? Nö, habe ich nicht. Siehst du? Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Spiel speichern unter 17.1. Sehr gut. Okay, Einbalsamierungshäuser haben wir. Es gibt zu wenig Schreiberschulen. Dafür brauche ich überhaupt erstmal Papyrus. Papyrus müsste ich importieren. Wird ziemlich teuer. Aufseher des Handels. Ich verkaufe jetzt einfach mal Kupfer. Wie machen wir das mit dem Papyrus? Ich habe keine Möglichkeit, Papyrus selber herzustellen. Und ich will ja auch noch die ganzen Lagerhäuser für die Granitblöcke haben. Zwei, drei, vier. Nee, das ist alles Blödsinn hier. Da muss ich mir mal was anderes überlegen. Machen wir es so. Warenlager. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich brauche sieben. Ach Gott. Nichts annehmen, außer Granit. Nichts annehmen, außer Granit. Nichts annehmen, außer Granit. Annehmen. Nichts annehmen, außer Granit. Nichts annehmen. Außer Granit. Nichts annehmen. Außer Granit. Nichts annehmen. Außer Granit. Und schon habe ich wieder ganz viel Zeug in irgendeinem Lagerhaus, wo das gar nicht rein sollte. Toll. Super. Feuerwache, Architektenbüro, ein weiteres Warenlager bauen und nichts annehmen außer Granit. So, Aufseher des Handels, Granit importieren. Bis zu 205 Blöcke. 200 brauchen wir definitiv für den Obelisken. Speichern unter LB17.1, das ist alles soweit in Ordnung. Aufseher des Handels,
Geschirr nicht mehr hamstern, sondern jetzt zugänglich machen. Aufseher der Arbeitskraft. Wir haben noch 2% Arbeitslose. Das werden jetzt mehr. Bier wird jetzt auch mehr verbraucht. Das heißt, ich brauche wieder mehr Gerste farmen. Habe ich hier ein Arbeiterlager? Nö. Arbeiterlager. Sperre. Dorthin. Farm für Gerste. Farm für Gerste. Bewässerungsgräben nicht vergessen. In 6 Monaten sind die Feinde da. Brauereien hinstellen. Warenlager. Bis zur Hälfte mit Gerste füllen. Zur anderen Hälfte mit Bier. Datei speichern unter LP17.1. Abwarten, von wo die Feinde kommen. So. Okay, ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flitzebohren. Die haben gerade mal 40 Einheiten Gerste bekommen. Das reicht natürlich nicht, um sich zu vermehren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es um den Kampf geht. Bis gleich.